Vielen Dank für das Foto. Welt. Und dieses Bild
quasi immer weiter in den Köpfen verankern, in der Hoffnung, dass ich durch das Bild, Sie wissen, wenn das Bild einmal da ist, dann wird die Realität nähert sich diesem Bild an. Ja, ich freue mich sehr, dass wir hier sind. Der Kasselbezug ist sehr vielen bekannt. Ich bin sehr dankbar, dass Herr Bundestagsabgeordneter hier ist und dass das Wort Macht hier mit Frieden gemeinsam Frieden schließen kann. Kassel macht Frieden, macht muss ich stehen. Danke euch. Ja, vielen Dank. Die Veronika, die eifrig mitgearbeitet hat an der Aktion, möchte auch noch was mitgeben. Ja, ich meine so. Ich bin ein Lieb, wenn ihr alle. Da, 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 ba, 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 ba. Elefanten für den Frieden. Elefanten gegen Krieg. Sie trompeten, sie marschieren. Weit entfernt ist noch ein Sieg. Unser Frieden in der ganzen Stadt. Denkt man reicht ein Wissen, wir haben sie alle satt. Panzer bauen, bringt Profite, Steuern auch und zwar nicht schlecht. Der Export von Hightech-Waffen ist Politikern schon nett. Panzer liegen in der ganzen Stadt. Wegmann, Rheinstahl, wissen, wir haben sie alle satt. Arbeitsplätze soll er schaffen, wenn die Rüstung bei uns kommt. Panzer gegen Volksaufstände strafeln schon das Volk verdummt. Panzer schmieden in der ganzen Stadt. Wegmann, Rheinstahl, wissen, wir haben sie alle satt. Groß und stark wie Elefanten sind wir nur in großer Zahl. Augen zu und Klappe halten gilt nicht. Jeder hat die Wahl. Super. Dankeschön, Veronika. Klasse, dass wir noch ein Lied kriegen. Wir haben auch noch andere musikalische Begleitung heute. Da hinten haben sie schon angefangen zu trommeln. Wir werden jetzt also losmarschieren. Und werden vielleicht etwas Trommelbegleitung dabei haben, dann geht das etwas einfacher. Die Elefanten gehen sicherlich auch gerne im Rhythmus. Und wir werden als nächstes Ziel anstreben den Opernplatz. Und zwar vor diesem Spordenkmal. Ich hoffe, dass jeder weiß, wo das ist. Denn da ist im Schaufenster von C&A weitere Elefanten, die wir jetzt besuchen werden. Auch von dieser Aktion Elephants for Peace. Also, wie immer im Elefantengleichschritt zum Opernplatz. Okay, danke. Entstanden sind und als Friedensbotschafter nach Kassel gekommen sind. Wir haben auch Elefanten gemalt, um sie auch in die Welt wieder zu schicken und zu zeigen, dass auch in Kassel Leute sind, die gegen diese Rüstungsindustrie, gegen den Krieg sind, was ja wohl die meisten sind. Warum gerade Kassel? 10 Milliarden Euro, wenn Deutschland den Saudis 600 bis 800 Leopard Panzer II liefert. 10 Milliarden, das ist doch eine ganz schöne Summe. Moralische Bauchschmerzen gibt es dabei scheinbar nicht, weil die Saudis Panzer gegen den arabischen Frühling auch in Bahrain eingesetzt haben. Scheinbar gibt es keine moralischen Bedenken. Schon vor Jahren hat Deutschland Leopardpanzer auch in die Türkei verkauft. Gegen sogenannte kurdische Terroristen waren sie im Einsatz. Und die Auftragsbücher platzen nach und nach. Selbst Indonesien will gebrauchte Leoparden kaufen.
Die Beschäftigung bei Thyssen-Hemschel, Rheinmetall und Krauss-Maffei-Wegmann soll jetzt auf Jahre gesichert sein. Das heißt immer, moralisch ist, was Arbeitsplätze schafft. Sozial ist, was Gewerbesteuer schafft. Ich glaube, das ist die falsche Logik. Es ist eigentlich ein Skandal. Deutschland ist wieder der drittgrößte Waffenlieferant. Um 37% sind die Ausführungen in den letzten 4 Jahren gestiegen. 13% vom Waffenexport ging allein nach Griechenland für feinste Panzer und U-Boote. Was sollte das für einen Sinn haben, außer die Griechen noch mehr in die Schuldenfalle zu treiben? Dass die Griechen das nicht bezahlen können, ist klar. Saudi-Arabien kann schon bezahlen. Indien, Australien und Indonesien stehen schon auf der Matte für deutsches Kriegsgerät. Und nicht zu vergessen die Entwicklungsländer. Fast 8% unserer Waffenexporte gehen dorthin. Schon in der Nazi-Zeit hieß Kassel die Tigerstadt. Wegen dem Kampfpanzer der Wehrmacht. Und nach der Zerstörung von Kassel im Jahre 1943 ist die Produktion von gepanzerten Fahrzeugen wieder richtig in Schwung gekommen. Das war echter Wiederaufbau. Wir fordern aber Elefanten für den Frieden statt Leoparden, Pumas und Marder für den Krieg. Wir machen diese kleine Wanderung weiter. Hier vorne, wenn es interessiert, bei C&A in einem Schaufenster sind auch eine ganze Reihe Elefanten aus Polen, aus Israel, aus Zypern zu sehen, die Kinder gemalt haben, aber auch Erwachsene gemalt haben, um den Friedensgedanken voranzubringen. Gleich hier vorne an der Ecke von C&A, wir werden jetzt diese Elefanten besuchen gehen, um dann noch zum Kulturbahnhof zu gehen. Wenn Sie Lust haben, können Sie mitgehen. Es wird jetzt nochmal Rosemarie Knausch zu uns was sagen, die Initiatorin dieses Projekts Elephants for Peace. Elephants for Peace ist eine Initiative gestartet für Krisenregionen. Orte, wo Worte versagten, können Bilder viel bewirken. So ist sie entstanden 2009 und war auf der innerzyprischen Grenze, einem ungewollt geteilten Land, wo zwei Kulturen plötzlich getrennt werden, die eine waren, nämlich Zyprioten. Die Elefanten konnten diese Grenze auflösen für 2 Tage. Das Bild von einem friedlichen Zusammenleben entstand. Nach dieser erfolgreichen Aktion war die Initiative nach Schengen eingeladen, wo sie 25 Jahre Grenzauflösung feierte. In Köln, in Berlin und später auch in Oswiecim, das ist zu Deutsch Auschwitz, waren die Elefanten eingeladen und jedes Mal entstehen vor Ort neue. Sowohl in Workshops als auch aus dem ganzen Land werden diese Friedensbotschafter gesandt. Denn wir können ja nicht überall ständig für den Frieden demonstrieren. Also schicken wir unseren Friedenselefanten auf die Reise, denn er verbindet wunderbar das Konzept von Größe, Stärke und Macht mit Friedfertigkeit. Macht muss nicht aggressiv sein. Macht kann friedlich sein. Das symbolisiert der Elefant wunderbar für alle. Für Kinder, Erwachsene, Männer, Frauen, für die ganze Welt. Er ist ein Symbol, das weltweit bekannt ist. Man muss es nicht erfinden. Es lebt schon unter uns. Es ist länger wie die Menschen auf der Erde. Und es wird möglicherweise auch noch nach uns leben. Ich danke. Thank you.
So, wir sind fast am Ende unserer kleinen Demonstration. Hier am Bahnhofsplatz wollen wir noch mal ein paar Worte verlieren. Seht ihr euch noch mal ein bisschen hier auf? Vielleicht kann man noch mal ein bisschen. Thank you.
mal das Thema drauf hatten mit den Panzern in Saudi-Arabien. Wir sollten nicht vergessen, dass wir in einer paradoxen Welt leben, in der die Täter gefeiert werden und geschützt werden und dafür noch Geld kriegen, was sie tun und uns dann auch noch regieren dürfen und die Häuser dann auch noch Schäuble und Co. Ja? Wurde ein Panzerdeal eingefädelt nach Saudi-Arabien? Der wurde eingefädelt um die 2000 rum. Und jetzt wird er durchgezogen, jetzt wo die Panzer benötigt werden. Und es wurde quasi auch ein Panzerdeal mit Griechenland gemacht. Man sollte nicht vergessen, dass die Geld von uns bekommen haben in Milliardenhöhe. Und dann waren sie wiederum dazu verpflichtet, Panzer bei uns zu kaufen. In Milliardenhöhe. Man sollte bedenken, dass das irgendwie dann nicht so ganz zusammenpasst. Also im Prinzip haben wir diese Panzer vielleicht dann bezahlt, ja? Wir als Steuerzahler in Deutschland. Da regen sich Menschen auf, dass wir Demonstranten quasi bezahlt werden müssen von den Leuten, die hier leben in Deutschland. Ja, da bin ich ganz der Meinung. Ja. Man sollte mehr auf die Straße gehen, man sollte weniger Steuern zahlen, damit diese Verbrecher da oben endlich mal aufhören, von unserem Geld Kriege zu finanzieren. Und zwar auf der ganzen Welt. Nicht nur hier in Europa vielleicht, in Griechenland zum Beispiel, dass da Panzer gestellt werden, sondern auch in Afrika und auf der ganzen Welt. Elephants for Peace anstatt Tiger und Leoparden für den Krieg. Thank you.